Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. So, jetzt gehen wir aber wirklich in die Affenstadt. Ich konnte euch zumindest mal die Tiger-Biom-Creeper zeigen. Es gibt den normalen Creeper natürlich auch noch. Der hat ja überhaupt eine kleine Überarbeitung erfahren. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich nochmal mit Creepern auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich mich da durch dieses Optifine-Erklärung durchgelesen. Und ja, die Katzen rumpeln nach wie vor. Da hat sich nichts geändert. Das ist der gleiche Morgen. Da geht's nicht lang. Und ja, dann habe ich jetzt Biom-Creeper. Ich habe noch ein paar fiese geplant, aber gut. Ja, die werden wir erstmal bei den Patrons testen. Die kommen also erstmal in die Patrons Edition und mal schauen, wie das so ankommt bei denen. Und dann werden wir gucken, dass wir die auch dann irgendwann für alle implementieren. Aber in dem Fall wollen wir erstmal denen Gelegenheit geben, das ausführlich im Gameplay auszuprobieren, wie sie das empfinden, weil teilweise sind sie echt hardcore getarnt. Also im Schneebiom ist es keine Freude. Und auch in Höhlen unter 50 Blöcken Tiefe ist es keine Freude. Aber die eigenen Erfahrungen werden wir hier auch sammeln an der Stelle. Das heißt, ihr könnt verfolgen, wie sich diese Creeper ausmachen werden im Spiel. Ich glaube, es ist sinnvoll, die so ein bisschen noch besser zu tarnen, weil einfach dass dieses klassische Survival-Gameplay nochmal vertieft und eine neue Challenge mit reinbringt, einfach durch das TP. Und das finde ich gut. Vom Kreativ-TP entwickelt sich dieses TP ja langsam eh zum klassischen Survival-TP. Der Aspekt ist einfach durch das eigene Survival-Spielen stärker geworden. Das muss man sagen, als ich angefangen habe, dieses Texture-Pack zu machen, war ich Kreativbauer. Und mittlerweile bin ich das Gegenteil davon. Ich kann gar nicht mehr gut kreativ bauen und will das gar nicht mehr. Weil mich das, weiß ich nicht, das war so lange so die Arbeit. Und da hängt halt auch viel Negatives dran an Erlebnissen letztendlich. Auf die ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte, aber es ist dann schon so, dass man ganz dankbar ist, diesen Abschnitt hinter sich gelassen zu haben. Na komm. Sieht schon gut aus, ne? Wenn hier nicht die Ohren Fotobomben würden. Na komm. Na komm. Alter, guck mal, du bist ein Grasblock. Hier ist überall Gras. Da muss nicht viel wachsen. Also wachst du doch wenigstens, damit ich hier weggraben kann. Sagt der Esel auch. Das Mulitier. La la la. La 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 la. Kann ich singen, ich lasse es besser. Ich würde aber gern singen können. Nehmt mir nicht meine Möglichkeiten. Wahrscheinlich tut ihr es doch. Na. No. Ich sehe gerade, OBS hat jetzt unten einen rot leuchtenden Rekord-Button. Den kannte ich, glaube ich, noch gar nicht. Ach, da, guck mal. Hat sich doch gelohnt zu warten. Muss eh noch randomized werden. Warum eigentlich nicht? Haben wir genug? Was ist das da oben eigentlich für? Oha. 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 Nein. Jetzt nicht. Ich habe auch gar nichts dabei. Ich hätte vielleicht was exportieren sollen. Hätte ich. Ich wollte auch nur einen Sumpfkreeper machen. Oder ein Sumpfskelett. Das war die andere Überlegung. So ein vermodertes. Ja, ja, ja. Ach, guck mal. Ja, ja. Na komm. Komm. Oh, no, no. Ist ja schon spektakulär. Ist das Loch da echt oder ist das nicht Frage ist beantwortet. Vielen Dank, Spiel. Wobei ich sagen muss, ich habe letztens erst wieder was gehört. Das stimmt doch auch jetzt wieder nicht. Mein Gott. Ich habe letztens was gehört, irgendwie so, wenn du modden willst, nimm die Java Edition und wenn du Performance willst, nimm die Bedrock. Also ich bin ja viel im Snapshot unterwegs, in dem aktuell 20W18A, jetzt bald ja dann 20W19A morgen. Und also für dich vor ein paar Tagen. Und das stimmt doch was nicht.
Jedenfalls bin ich da viel unterwegs und fliegt da auch teilweise ganz schön schnell rum und auch gerade durch den Nether mit so im Spectator-Mode durch den Nether, um Dione schnell mal zu finden. Gibt ja bisher noch kein Kartografiesystem für diesen Nether. Ich muss gucken, ob der Chunk kaputt ist. Es tut mir leid. Oder ob der noch nicht geladen ist. Aber auch wenn man dann in der Oberwelt unterwegs ist und so weiter, der Snapshot ist so wahnsinnig performant, dass du, also ich habe zumindest das Gefühl, man hat kaum einen Unterschied mehr zu Bedrock Edition. Von der Performance her. Super gut. Sieht auch eigentlich spektakulär aus hier, ne? Jetzt, wo es geladen ist. Nee, also ich bin echt wahnsinnig angetan davon, wie schön. Aber auch hier schon mit 1.15.2. Man kann sagen, was man will, den alten Code vom Notch und sowas rauszuholen und so, das hat sich schon gelohnt, auch wenn es uns, wie ich damals mal eins sagte und leider recht hatte, bei der 1.13, ja, die Mods gekillt hat. Interessant übrigens auch über die Downloadzahlen von CurseForge kann man so die Verwendung der TPs sehen. Das 1.8er TP, was ja runter bis zu 1.6 funktioniert im Großen und Ganzen, das lädt sich ganz gut runter. 1.10 keine, 1.12 läuft, also 1.10 ist für die 1.9 und 1.10, 1.12 ist für die 1.11 und 1.12, aber ich glaube, es spielt nur 1.12 eine Rolle. Und dann 1.13 läuft auch überhaupt nicht. Deshalb überlege ich, dass ich 1.10 und 1.13 jetzt nach der 3.5 einzustellen, den Support. Weil es lädt eh keiner runter. Ne? Also benutzt du 1.10 oder 1.13? Ich glaube nicht. Ne? Also die Leute benutzen 1.8, weil das eben 1.7.10 mit drin hat und Mods. Und 1.12.2, weil das eben so die ausgereifteste alte Version ist. Und Mods und dann wieder 1.14, weil das die die funktionale neue Version, ne? Und Mods. Und 1.15.2 wird wahrscheinlich ziemlich dem Nether-Update am Ende zum Opfer fallen, glaube ich. Dass dann die 1.16 der nächste große Wurf wird, was das angeht. Weil einfach das so unglaublich viel Zeug reinbringt und wenn man gerade im Nether unterwegs ist, dann wird es halt gut. Allerdings habe ich ja schon mal geschnökert und deshalb erspare ich euch das auch. Ich habe geschnökert, was passiert, wenn wir hier in dieser Hafenstadt ein Netherportal setzen in der 1.16, also mit Snapshot. Und da muss man dann nochmal rund, ich würde mal sagen, 2000, 3000 Blöcke in Richtung die gehen, also weg von der erzeugten Welt, bevor wir neue Biome finden. Und das ist gehen, ist im Nether mittlerweile, also im Survival wird das Ding anspruchsvoller. Das ist doch eine Verweigerungshaltung, wie ich sie mir gar nicht auf Wiedersehen. Gut, das hätten wir geklärt. Wir können nicht die Welt retten. Ja, was ist interessant tatsächlich. Der Nether wird sehr viel schwieriger zu passieren sein, weil du früher halt, zum einen hast du relativ viele Platten im Nether, auf denen du dich ganz gut bewegen konntest. Und dann hattest du halt lange Zeit auch einfach so massive Brocken. Und da ging es ganz gut, dass er einfach durchgeräterneckt, netareckt. Ne, so bum, 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 bum. Ihr kennt das, wir haben das auch mal hier gemacht. Und das ging eigentlich ganz fidel. Langweilig, aber fidel. Und jetzt ist es aber so, dass du da immer wieder wirklich scharfe Brüche hast und so weiter. Du musst ständig Brücken bauen, damit du überhaupt weiterkommst. Tadala. Das ist also schon eine Veränderung. Der Nether ist nicht mehr so einfach zu handeln wie früher. Gut, das ist, glaube ich, auch mit dem Ziel, es schwieriger zu machen. Und gerade die Leute, die schon sehr lange Minecraft spielen, die beschweren sich ja auch über die Schwierigkeit des Spiels oft. Wobei ich sagen muss, ich finde das angenehm insgesamt, dass das Spiel einen nicht allein durch seine Mobs erschlägt. Jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wir wollten da ja vielleicht ein Haus drauf bauen und wir müssen auf alle Fälle uns das mit diesem Zaun da einfallen lassen, weil das ist so kein Zustand mit den Villagern. Ich würde den Zaun, glaube ich, erstmal abreißen. Ich würde, glaube ich, was haben wir denn für Steine hier? Für Vorräte an Steinen. Wir haben hinten ja irgendwo die Kisten stehen, da weiß ich nicht mehr, was drin ist. Und da ist nichts Tolles. Hier hätten wir noch ein bisschen Bruchstein. Wir haben aber auch noch Bruchstein da drüben. Da kann ich mir auch noch dran erinnern. Trüben. Hier müsste auch noch Bruchstein vom Mauerbau sein. Ich wollte eigentlich mit dem Turm weitermachen, aber und wenn man hier jetzt den Bruchstein, den musste man nochmal backen, damit man Dings kriegt, ne? Damit man dann Steinziegel draus kriegt, ne? Richtig. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich kein Backgerät. Wie war denn das nochmal? Was ist denn das nochmal? Welcher Ofen ist denn das nochmal? Schmelzofen, ne?
Der Schmelzofen, der bräuchte Glatterstein, Glatterstein, Glatterstein. Wie kriege ich denn den glatten Stein? Glatterstein, ihr seht, es ist auch wieder der gar nicht, hä? Hier ist die glatte Steinstufe. Schön, schön. Und davon, okay. Und wie kriege ich die glatte Steinstufe? Das ist dreimal glatter Stein. Und wie kriege ich denn den glatten Stein? Stein, glatter Stein, glatt, glatt, glatter, glatt, glatteradatsch, batsch, matsch. Ich sehe da nichts. Glatter Stein. Finde ich wenig erbaulich. Ups. Finde ich wirklich wenig erbaulich, dass ich nicht weiß, wie der geht. Aber vielleicht. Ich backe jetzt erstmal. Ach, wir haben Schmelzis. Dann kann ich da doch. Nee, kann ich gar nicht. Das muss im normalen Ofen passieren. Kartoffeln. Auch gut. Ich wusste gar nicht, dass ich Kartoffeln dabei habe. Das ist eine Doppelbefütterung. Da ist noch 4 Stück drin. Na, dann nehmen wir das da. Backen wir erstmal da und dann backen wir die Kohle auch noch zu Ende. Ach, legen wir noch ein bisschen was dazu. So. Die goldenen Dinger können dahin. Das ist ein Flammebuch. Hab ich eigentlich. Ja, das wäre natürlich geil, noch Flamme auf dem Schwert zu haben, ne? Das ist ja schon schön. Darf ich mich kurz hier hin betten? Was ist denn da los? Ich könnte euch eigentlich mal. Weiß ich nicht, haben wir hier noch irgendwo im Bett rumliegen oder Wolle? Ach ja, guck mal. Aber was brauche ich denn für Braun? Brauner Farbstoff, das ist jetzt, wenn man im Survival ist. Was ist denn mit Braun? Gib mir mal. Brauner Farbstoff. Der ist hier. Der geht aus Kakaobohnen. Ja, das ist suboptimal. Kakaobohnen haben wir hier keine, aber. Solche Defizite sind ja auch gut. Die bringen uns ja weiter. Wir wissen auch, wenn wir hier weiter richtig. Wir müssen trotzdem einen Import-Export starten. Ja, bist begeistert, ne? Das ist das Gute. Es ist zum Glück ja. Mein Survival-Spielchen. Also, es ist komisch. Also. Es ist wirklich komisch, weil ein bisschen ist es so. Tatsächlich. Dass man das hier ja aus eigener Entscheidung macht und so weiter und so fort. Und, kann ich mal bitte ein Schwert haben? Ach so. Meine eiserne Faust hat ihn schon gekillt. Wieso denn hier so ein Viech? Dann ist da wohl nicht genug Licht, würde ich behaupten. Jetzt aber. Wobei der da wahrscheinlich einfach reingelatscht ist und dann hat die Sonne ihn nicht erreicht. Oh, guck mal, gibt's noch ein Knöchelchen. Plop. Ja. Nee, also man macht das hier alles ja aus eigener Entscheidung, ne? Und man macht das ja auch als Hobby. Ich meine, verdienen? Nee. Nee. Also, das macht man also alles freiwillig. Und das ist auch okay so. Und dann will man aber trotzdem, ich sag mal, nicht jetzt immer mehr Zuschauer erreichen, aber man möchte schon die Zuschauer zufrieden machen. Das Problem ist aber, dass nicht. Also da gibt es mehrere Probleme. Das eine Problem ist, dass nicht jeder Zuschauer, das habe ich, glaube ich, mit dem TP schon mal gesagt, nicht jeder Zuschauer artikuliert seine Wünsche. Viele konsumieren einfach. So mache ich das auch übrigens. Wenn ich YouTube-Videos gucke, ganz selten, dass ich mal was sage. Das ist so eher die Ausnahme. Na, wie ist es mit uns? Ich hole übrigens Kakaobohnen. Und damit wir welche da haben und vielleicht anpflanzen können, dann muss ich auch ein bisschen Dschungelholz noch mitnehmen. Das ist auch das Problem, haben wir, glaube ich, eine Auflage. Also viele konsumieren nur. Das heißt, Einzelne, die Wünsche äußern, die werden gehört und andere gar nicht. Und das ist dann schon mal so eine gewisse Unfairness. Zum anderen tut es einen halt in der eigenen Freiheit so ein bisschen einschränken. Man erfüllt sehr gerne Wünsche. Das muss man dazu sagen. Aber die Belastungsfähigkeit, Wünsche zu erfüllen, ist irgendwann erreicht, wenn man das so nennen kann. Weil in dem Moment, wo man nur noch Wünsche erfüllt, macht man ja überhaupt nicht mehr das, was man selbst sich wünscht. Das muss man also ein bisschen berücksichtigen, dass auch wichtig ist, dass man das macht, was man sich selbst wünscht. Sonst macht es einem irgendwann auch keine Freude mehr. Und das wäre ja furchtbar schade, sage ich mal. Und deshalb kann man immer wieder, also man liest die Wünsche und manche Wünsche, die wirklich gut sind, die tut man halt auch dann für sich mitnehmen. Und es gibt Leute, die wünschen sich
sicherlich von einem Video, ich habe letztens, irgendwer hat da zwei Folgen hier Noobs und sonst wie und keine Ahnung von Minecraft und total scheiße und alles. Und ja, wenn du so willst, ist das so. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht den Anspruch daran habe, in Minecraft ein Pro-Gamer zu sein, dass ich auch Pannen zulasse. Also, wenn Pannen passieren, passieren Pannen. Ne? Ich muss das nicht rausschneiden. Ich mache da keinen Cut. Ne? Und ich glaube, jedem passieren in Minecraft manchmal Pannen. Das ist der erste Punkt. Zum anderen hat jeder eine andere Art und Weise, das zu spielen. Und ich mag eigentlich mehr so die gemütliche, zerstreute Art und Weise, die ich da in der Regel auch spiele, weil das einfach so mir entspricht. Ich habe früher in einem Counter-Strike-Clan gespielt und wir hatten wöchentliches Training und sonst was. Da war nichts mit Gemütlichkeit. Wenn ich das wollte, würde ich das machen. Ne? Also, komm, gib mir Romanes Turm. Dankeschön. Wenn ich das wollte, würde ich das machen. Ich will es nicht, deshalb bin ich hier. Ne? Weil hier kann ich sein. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Warte mal kurz. Na? 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 Und das mache ich auf genau meine Art. Und all denen, die das nicht gefällt, die müssen, und das ist das Gute daran, wenn es ein Hobby ist und eh gerade mal so irgendwie die Serverkosten einspielt, mit etwas Glück, die müssen nicht zugucken. Ich habe da keine Not dahinter, ne? Ich muss mich anders finanzieren, das ist gut. Das gibt mir die Freiheit, zu machen, was ich will. Ich bin kein Fähnlein im Wind, was jeder Zuschauer oder auch TechShopPack-Nutzer-Geschichten hinterherlaufen muss. Wie gesagt, Experiment gescheitert. So. Hatte ich ja erzählt. Und das ist einfach gut für einen zu wissen. Das muss man sich aber auch oft in Erinnerung führen, weil man trotz allem, so sind die Menschen, glaube ich, einfach. Wir wollen gefallen. Ne? Das ist schon so. Ne? Wir wollen gefallen. Aber das muss man nicht um jeden Preis und kann man vor allem nicht jeden. Und das ist einfach chancenlos. So, das war irgendwo. Oh, hier gibt es noch braunen Farbstoff. Ich wollte aber, dass ich Kakaobohnen. So, 32 Kakaobönchen. Und dann brauche ich noch Dschungelstämme. Ich hatte irgendwo gedacht, wir hätten noch Stämme da oben. Die Stämme online. Wir könnten uns tatsächlich aber auch mal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt 52 mitnehme, ist auch egal. Wir könnten auch mal ein Ensemble an Pflanzen mitnehmen, die wir dort vor Ort anbringen könnten. Ja, Eiche brauchen wir nicht. Birke weiß ich gar nicht. Ich stecke mal Birke ein. Akazie haben wir. Ja, ist aber trotzdem ein gutes Stück. Ich brauche eigentlich nur. Das macht doch mal. So, und da brauche ich eigentlich auch nur. Das reicht völlig. Und dann haben wir Tropenbaumsetzlinge, haben wir ganz wenige. Die können wir gar nicht exportieren, gerade so wie es aussieht. Schwarzeiche könnten wir noch exportieren. Ja, aber Drope geht so nicht. Da haben wir nicht genug für einen Baum. Müssten wir erst einen Baum killen gehen. Dann kann ich auch das Holz wieder wegräumen und dann. Ah, ist ja schon eine Qual manchmal. Dann holen wir uns einen Baum mit. Das wird also in der Folge wieder nicht klappen. Ich habe mir den besten Weg, den man sich vorstellen kann, mit dem Esel ausgesucht. Ich war so lange nicht hier. Ich muss es zu meiner Entschuldigung sagen. Jetzt weiß ich langsam, wie es den anderen geht. Was ist denn hier passiert? Wer war denn hier zugange? Ist das Absicht? Ich glaube nicht. Das war. Flozi? Ich habe es gesehen. Wer anderes kann es eigentlich gar nicht gewesen sein, außer andere. Aber Flozi war's. Ich behaupte das jetzt einfach. So, oh, die Musik ist gerade süß. Ich mag süße Musik in Minecraft-Videos. Der eine oder andere wird das schon bemerkt haben. Das sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Ja, ja. Ich bringe mich nur in Lebensgefahr, keine Sorge. Ja, das habe ich mir gedacht zum Thema Lebensgefahr. So. Blob. 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 Ich bin der Blob. Wenn ich eine Schere dabei hätte, könnte ich so ein paar Ranken mir abschneiden.
Ich habe aber keine Schere dabei. Leider. Das tut mir so leid. Kann man die da abschneiden? Tatsache. Dass die ihre Farbe so wunderbar ändern. Ich muss mal gucken, ob ich die noch irgendwie in den Griff kriege. Das ist ja so Overlay-Technik. Immer schwierig, immer schwierig. Das ist aber so schönes Laub. Da schneiden wir auch mal ein bisschen was ab. Kriegen wir dann trotzdem Zapplings? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, müssen wir sie halt setzen und dann wieder abklöppeln. So, die Frage ist, haben wir alles? Ich schneide mich mal kurz hier durch. Nein, siehst du? Da war noch einer. So. Das lassen wir mal die spawnen, so da. Und dann war hier wahrscheinlich auch noch einer. Ja, da ist auch noch einer. Und da wahrscheinlich auch. Ja, da ist auch noch einer. Gut, dann können wir jetzt mal anfangen, uns so ein bisschen nach unten zu krabbeln. Das ist ja das Angenehme an diesen Bäumen. Und jetzt hoffen wir noch auf Saplings. Da drüben ist auch noch was, was wir uns ansehen müssen. Zum Glück sind wir der Kumpel 3406a. Und damit haben wir das Problem nicht, dass es lange dauert. Ach, guck mal, da sind auch noch ganz viele. Kann ich die vielleicht... Ach ja, ging. Und da kriege ich immer nur... Ja, ist auch egal. Wir haben doch, glaube ich, eh schon so Dinger da drüben. Warum mache ich mir denn Mühe? Oh, Kater, was soll denn das? Voll gegen die Tür gebonzt. Jetzt kruschelt er im Tunnel. Ich entschuldige mich für störende Geräusche. Jetzt rumpelt er neben mir. Ach, das sind zwei. Ja gut, das ist jetzt keine Überraschung, aber zwei, die rumpeln, das ist die Überraschung. Ich dachte, das wäre nur eine, aber die sind extrem spielig heute hoch. Da habe ich aus Versehen rechts geklickt. So mittendrin gesehen, wie sich der Block veränderte. War cool. So. Einen haben wir. Nee, doch nicht. Mal gucken, welche Hohn uns der Baum jetzt zuteil werden. Ist das der entrindete Truppenholzstamm? Den sollten wir vielleicht so als Memory. So, da gammelt er. Memory-Baum. Wir können auch noch als Deko-Element hier so eine Ranke dran machen. Toll. Ja. Ich bin so hochgradig begeistert. Oh, der Sebastian Frey. Frei. Das ist so schön. Da kommt noch sowas runter. Ah, Zapplings. Vielleicht muss ich doch ein paar wieder setzen und hoffen, dass ich beim Abklöppeln was krieg. So. Gehen wir mal runter auf den 32er Stack. Und jetzt richtige probate Mittel übrigens, um Zapplings abzubauen, ist ab der 1.16 eine Harke. Also die da vom Garten arbeiten. War da ein Zeppling? Ich bilde es mir gerne ein. Einen haben wir. Man kann ja auch kleine pflanzen, ne? Geht das nicht auch? Oh, da liegt noch was am Baum. Mein Gerüst wird auch immer weniger. Ach, siehst du mal, Bambus sollten wir auch noch mitnehmen, wenn wir schon drüber reden. Anpflanzen. Sonst noch was hier oben drauf? Nö. Auf Wiedersehen. Ja, dann die Zapplings sind ein mühsames Geschäft bei diesem... da kam einer. Jetzt haben wir zwei. Ja, man kann sie, glaube ich, auch so... Höhne mich nicht, Baum! Du setzt hier gleich mal ein Denkmal. Was mulit hier? Das hier hätte sowas nie getan. Nein. Aber du mulit hier. Ah, ich tanze ein bisschen, wie man sieht. Was hältst du davon? Ja, hältst du. Oh, guck mal, ein Stöcki. Toll. Dafür den Baum gefällt, um ein Stöcki zu bekommen. Kann man das mit Pfeil und Bogen eigentlich abschießen? Na, das war knapp drüber. Das war ja auch Kunst. Ups. Ich der jetzt so ganz nach oben schieße, wo kommt der runter? Sollte ich zur Seite gehen? Ich glaube, wir werden angegriffen. Was liegt da hinten? Nichts. Schade eigentlich. Es ist schon wieder Abend. A-Bernd. A-Bernd und B-Bernd. Ach, der hat getroffen sogar. Sternenhimmel.
Ich packe mal mein Bett aus. Es ist ein Grünbett. So. Ist da noch was für mich? Ach, guck mal, da hängt noch ein Feuer-Template drin oder wie auch immer ich das nennen soll. Ein Ei. Geschenke des Lebens. Du bleibst schon hier, ne? Ich kann nur nachts und während eines Gewitters schlafen übrigens. Oh, ich habe mir ein fesches Hähnchen mit ins Bett genommen. Morg, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Es ist ungefähr so, wie ich gedacht habe. Das wird eine Katastrophe vom Zeitmanagement. Das war nicht mein Plan. Ich kriege hier die vollen Blöcke, die wollte ich nicht. Ich muss wieder runter auf 32. Tut mir leid. Oh, mein Bett. Das ist eine Katastrophe, sowas. 1, 2, 3. 32 reichen mir, aber das ist wirklich schönes. Also wirklich eine schöne Textur. Ich bin ganz glücklich mit. Ich muss sagen, ich muss nochmal an die Eiche ran. Habe ich jetzt gekriegt, was ich wollte? Mein Blaisier ist erfüllt, aber ich kann hier nichts verschwenden. Dafür ist es zu rar. Aha, guck mal, was da runterkommt. Mein brennender Pfeil, der auch noch oben in dem Laub hing. Wie lange brennst du jetzt noch so? Guck mal, wie sich die Tektur mitdreht. Das war früher in Spielen immer so. Fiel mir mal letztens erst auf. Total witzig. Das ist ein Drehfeuer. Huch. Da kam ganz viel, viel von oben. Alles Gute kommt von oben. Ja. Ach Mensch, Mulitier. Man hat es nicht leicht mit diesen letzten vier Blöckchen da. Und du Feuer, du gehst jetzt wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage nicht mehr aus, sehe ich das richtig? Ach, das ist noch ein Pfeil, der muss erst despawnen. Oder wie ist das? Naja. Ob sich der Pfeil eigentlich auch mitdreht? Nee. Der hat eine eigentlich erstaunlich aufwendige Textur, wenn ich mir sie so angucke. Ich kann mich daran erinnern, die auch mal gemacht zu haben. Aber ich habe sie noch nie so gesehen. Man lernt immer noch dazu. Hallo? Es sind noch drei, ne? Okay. Das ist wie das langweiligste Video der Welt, aber ich sagte ja schon, es gefällt mir so. Das sieht man auch die Überarbeitung ganz gut. Oh, ich find's gut. An dem da. Da rast ja nicht. Kann ich erst auf einmal überarbeiten. Ach, da oben, die Trigger sind auch überarbeitet übrigens. Sieht man jetzt auch nicht so sehr, weil es ist auch ganz dezent. Ein bisschen spielmittelig und Schatten noch zwei. Das heißt, es könnte was unten liegen oder es ist natürlich auf den. Will ich da jetzt wirklich nachgucken? Hallo? Ne, ich glaube, da ist nichts drauf. Jetzt kommt Puff, Puff. Puff, Puff. Guck mal da. Jetzt hat es eine Nase. Siehst du? Nase weg, Nase da. Nase weg, Nase da. Nase weg, Nase da. Nase weg, Nase da. Wo ist denn das Mulitier? Denn das, wenn man die Hand verlässt, dass er das zunimmt. Ich hol das Mulitier. Wir gehen. Ich bin beleidigt, Baum. Kann ich ja aufsteigen, ohne mich zu laubern? Ach, noch einer. Guck mal, ist was runtergefallen. Nee. Komm. Stirb, Laub. Stirb. Gibt ja jetzt neue Werbungseinstellungen bei YouTube und da muss man immer genauso durchgehen und gucken, dass man das auch richtig macht, weil wir sind irgendwie Beta-Tester und da müssen wir es auch präzise machen. Nee. Und dann gibt es dann da so Sachen wie moderate Gewalt und ein bisschen Sex, mehr Sex, viel Sex und was da so alles gibt. Also eine ganze Menge Zeug. Für dieses Video hätte ich allerdings gerne die Option moderate Langeweile. Fände ich nur fair. Auch so ein Einblender am Anfang. Dieses Video kann Spuren von moderater Langeweile enthalten. Und ich dachte mal, das ist auch ein Adelstitel irgendwie. Ein bisschen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ich glaube, das würde ich unter normalen Bedingungen nie erzählen. Ich bin zwar im Video durchaus ich selbst, aber man redet auch manchmal schade. Das ist unfassbar. Ich habe das Ei ignoriert. Du hast es gesehen. Ich auch. Ich konnte nicht mehr reagieren auf mein Ignorieren. Ich bin also so ein Pro-Ignorierer, dass ich da nicht reagieren kann, wenn ich ignoriere. Ja. Großraumbüro, sage ich da nur. Vergangenheit im Großraumbüro. Ich kann alles ignorieren. Das
Das ist manchmal geil, ich sitze hier, arbeite irgendwas konzentriert und hinter mir rumpelt's wohl und poltert's wohl und Luzi springt auf und rennt los um irgendwas mit Katzen und du reagierst ja überhaupt nicht. Und ich so, was? Gar nichts mitgekriegt. Das ist wirklich so, wenn du lange im Großraumbüro gearbeitet hast und dann hast du irgendwann so ein eisernes Geräusch, Noise Gate Filter Gerät in deinem Kopf und kannst wirklich, wenn du sagst, jetzt blende ich aus, dann blendest du erstmal alles aus. Außer Bohrmaschinen und Bässe. Und manchmal, wenn da so ein Auto irgendwie so am Feldrand steht, mit irgendwelchen Jugendlichen darin oder auch nicht erwachsen gewordenen und dann das nervt mich dann schon, das kann ich auch nicht gut ausblenden. Also ich habe jetzt nichts gegen die Musik als solche, das darf ich nie vergessen, wenn jemand laute Musik hört, ne, bei den anderen kommt ja nicht die Musik mehr an, sondern nur die Reste davon. Und das macht so schrecklich. Nicht die Musik als solches ist zwingend schrecklich, aber die Reste. Es ist, als wirft dir jemand seinen Audiomüll hin. Ne, so. Und trennt ihn auch nicht richtig. Weil je nach Gebäude und so kommt halt auch nur das Zeug durch, was eben so besonders durchkommt. Wusstet ihr übrigens, dass WLAN auf der Frequenz von Wasser funkt, wenn es mit 2,4 GHz funkt? Das kann ein Problem bei nassen Wänden sein. Aber das nur am Rande bemerkt. Weiß man ja normal sowas gar nicht, ne? Ist auch nur bedingt wichtig zu wissen, sei man hat plötzlich sehr große Probleme mit dem WLAN, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht Hochwasser hat. In der Wand. Das kann also wirklich massiv stören. Feuchte Wände können WLAN massiv stören. Das geht. Ach, siehste mal, ich wollte noch was anderes mitnehmen. Ich habe es bei lauter Geschwätz schon vergessen und du weißt es, ich weiß es nicht mehr. Warum ist eigentlich die Klappe so viel dunkler als die Tür hell? Manchmal sind Sachen komisch. Das hat doch mal gepasst. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, ach so. Ja gut, jetzt habe ich natürlich hier die ganzen Bäume dabei. Das kann ich also nicht mehr die Folge machen. Es geht einfach nicht, aber so ein bisschen längere... das war praktisch. So eine bisschen längere Sonntagsfolge ist ja auch okay, wenn es denn überhaupt eine Sonntagsfolge ist und ich nicht den Überblick verloren habe. Ich müsste den Kalender gucken. Wir haben ja einen Kalender. Wir haben einen Online-Kalender für den YouTube-Kanal. Das hat auch nicht jeder. Da steht ja alles drin, was man wissen muss. Ja, ja. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Da ist wahrscheinlich nicht viel weitergebrannt, doch ein bisschen tatsächlich. Ich bin positiv angetan davon. Und dann gucken wir, wie man Smoothstone macht und schauen hier mit dem Haus. Also ich bin echt stolz auf mich. Ich bin der Beste. Hm. Ja. Gell? Ah. Du ignoranter großer Kerl. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.